Hi! In dieser Folge machen wir die Tour einmal durch unsere Promi-Villa. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur nächsten Folge hier in Springfield. Erinnerst du dich noch an unsere schöne große Promi-Villa? Heute ist der Tag gekommen, wir wollen da einmal die Tour durchmachen. Sie ist jetzt fertig eingerichtet, passt natürlich zur Folge. Und da denke ich mal, du hast dir hoffentlich auch die Folge dazu angeguckt. Ansonsten hast du jetzt nochmal die Gelegenheit, guck dir die Folge an. Ansonsten wirst du jetzt ziemlich gespoilert, was sich innen drin in dieser schicken Promi-Villa befindet und besonders auch, wer sich da drin befindet. Wir fangen natürlich ja einmal auf der Vorderseite an bei unserer Villa, aber bevor wir reingehen, sticht sie vielleicht auch hier der knallrote Geländewagen ins Auge. In der Folge hatten sie den und ich dachte mir so, ich versuche den mal in Minecraft so gut es geht halt hier nachzubasteln. Und wenn er dir gefallen sollte, dann schau mal in der Videobeschreibung nach, da ist das Ganze dann verlinkt zum Nachbauen. Falls du Interesse hast, dir auch so einen knallroten Geländewagen vor die Villa zu basteln. Na gut, dann wollen wir uns mal reinmachen in unsere Promi-Villa. Mal gucken, wie es innen drin aussieht. Ich will halt auch immer zu Bilder hier einbinden, wie das Ganze halt auch passt zur Hundefolge. Und man kam dann hier rein, natürlich in den großen Eingangsbereich von unserer Villa, wo man ja, sag ich, fast in jeden Raum hier reinkam. Ja, da wollen wir uns, glaube ich, erstmal für das obere Stockwerk ein bisschen mehr interessieren. Und ja, da würde ich mal sagen, benutze ich dann auch einfach mal hier gleich die Treppe. Und ihr fällt auf, ich habe hier einen neuen Style mal ausprobiert, und zwar größere Minecraft-Türen. Ich wollte nicht immer diese kleine Maße nehmen. Ich dachte, wir machen ein bisschen größer und mache auch so, dass die Türen auch mal offen sind. Von daher müssen wir nicht immer Türen auf- und zubauen hinter uns. Ja, und dann beginnen wir jetzt hier, wo auch Homer in der Folge begonnen hat, und zwar im Schlafzimmer. Da ist er voll Karacho natürlich durch das Dachfenster gefallen und dann ins Bettchen von unseren Promis. Und wer lag da im Bett? Nichts Geringeres als Kim Basinger und Alec Baldwin. Das ist auch immer eine Story, wenn man einfach mal durch ein Dachfenster fällt und dann zack, landet ein Bettchen von Kim Basinger und Alec Baldwin. Ne? Also das glaubt dir wohl auch keiner. Ja, versucht ihr so ein bisschen halt deren Schlafzimmer nachzubasteln. Man sah eigentlich in der Folge nur das Bettchen, darüber war noch so ein kleines Bücherregal und mehr sah man da eigentlich nicht. Ja, auf der anderen Seite, was habe ich mir natürlich hingebastelt? Im Schlafzimmer gehört natürlich ein großer Kleiderschrank. Da kannst du dann all deine Jacken und Kleider und halt was du halt so hast, da natürlich aufhängen. Natürlich hier noch so ein Schminkspiegel für die Kim, ne, damit sie sich hier immer schick stylen kann. Ich denke mal, das passt so rein hier ins Schlafzimmer. Ansonsten sind wir dann auch hier mit dem Schlafzimmer durch und gehen einfach mal weiter. Und zwar gab es auch zu sehen, dass sie in ihrer Villa auch einen Fitnessraum haben. Hier einfach mal versucht, das Ganze halt immer so ein bisschen darzustellen. Und auch hier immer schön die Fenster mit benutzt. Du siehst auch gleich, was ich jetzt hier bei den Fenstern gemacht habe. Und zwar, ich habe hier nochmal Glasscheiben reingebastelt. Nur auf einmal natürlich auf der Außenseite. Die Innenseite habe ich mit Glasscheiben gearbeitet. Also hier doppelt Glasscheiben aber mal benutzt. Ich finde, das geht auch noch, ne? Oh, das macht ein gutes Bild eigentlich. Naja, ansonsten, das ist hier natürlich dann unser Fitnessraum für die Promis. Ne, hier trainieren seid immer, um für ihren nächsten Film dann natürlich hier topfit zu sein. Wer es nicht erkennt, das soll hier so ein kleiner Spiegel sein hier vorne. Ne, mit Eis kann man ja immer gut einen Spiegel darstellen. Ja, ansonsten natürlich noch ein paar Gewichte kann man sich ja als Deko-mäßig machen. Hier kannst du dann vielleicht noch ein paar Klimmzüge machen an der Wand. Ja, so, dann sind wir natürlich auch hier mit unserem Fitnessraum fertig und wollen mal weitergehen. Wir sind jetzt hier mit der oberen Etage dann auch eigentlich schon fertig. Das heißt, wir gehen jetzt einmal nach unten. So, hier einmal zur linken Seite gehe ich mal noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal hier die rechte Seite angucken. Und zwar, wenn man sich ja hier vorne in der Eingangshalle befindet, kann man einmal hier zur Garage kommen. Das haben sie in der Folge nicht vorgegeben, das habe ich mir jetzt einfach mal so ein bisschen ausgedacht. Und jetzt siehst du hier so ein anderes Auto drin, so ein weißes. Wem könnte das wohl gehören? Ich würde mal sagen Ron Howard. In der Folge kam er auch vor. Und ich denke mir so, er ist ja bestimmt nicht per Fuß, zur Villa gelaufen. Von daher steht sein Auto in der Garage, der fette Geländewagen steht vorm Haus, macht auch ein gutes Bild denn, ne? Von daher passt das Ganze. Ja, hier so ein bisschen die Garage, dass es auch ein bisschen tiefer geht, ich denke mir, das passt schon so. Ja, ansonsten hier kann man auch in der Garage sich ein paar Werkzeuge oder sonstige Sachen halt noch ein bisschen dekorieren. Und ansonsten sind wir dann auch hier mit der Garage fertig, aber da haben sie leider nichts vorgegeben. Aber ich denke mal so, die Garage befindet sich ja da vorne, von daher, na, ist das bestimmt richtig so. Ja, ansonsten unter der Treppe hier, wenn man da dran kam, kam man denn, sage ich mal, in der Folge zur Küche. Und ich muss hier ein bisschen wieder hier die Topfpflanzen ein bisschen schneiden. Schnipp, schnapp und die Topfpflanzen sind wieder geschnitten. Ja, in der Folge sah die Küche halt so ein bisschen aus. Warte, ich habe hier das perfekte Bild so ein bisschen. Ja, in der Mitte stand halt ein riesiger Tisch, ne, wo Homer ja auch ein bisschen dran saß und alles, ne. Als er natürlich durch das Dachfenster gefallen ist, sahen sie dann als nächstes hier in der Küche. Ja, in der Küche, was haben sie hier gemacht? Ja, Homer war ja für die so ein bisschen,
ja, der Typ für alles, ne, der hatte für die Einkäufe erledigt und sonstige Sachen. Ja, ansonsten Küche halt, was kann man hier so sagen zu einer Küche? Natürlich hier so ein bisschen Stauraum, kann man sich überall hier ein bisschen platzieren. Ich habe gesehen, auch hier hinten auf der Rückseite waren die ganzen Öfen ein bisschen platziert. Ansonsten, wenn ich erkennen soll, was es sein soll, das soll so ein fetter amerikanischer Kühlschrank sein, wo man vielleicht auch ein bisschen Eis sich ein bisschen hier entnehmen kann. Das gibt ja solche Kühlschränke, ne? Ansonsten, du erkennst hier so ein Mannequin hier drauf. Was soll das sein? Und zwar, die Kim hatte einen Oscar gewonnen. Und ich dachte mir, so ein bisschen mit so einem Rüstungsständer kann man sich ja, wenn man hier so einen raufstellt, sich so einen kleinen Oscar darstellen. Ja, ansonsten habe ich dann hier natürlich bei der Küche mir noch so gemacht, dass man dann rauskommt, natürlich auf die Rückseite, ne, hier zur Terrasse. Man könnte das natürlich sehen auch ausbauen, die Terrasse mit dem Grill und sonstiges, aber in der Folge waren sie eigentlich gar nicht hier hinten auf dieser Terrasse. Von da habe ich das hier auch einfach mal alles freigelassen, sagen wir mal, die nutzen sie einfach nicht. Ja, ansonsten hier in der Küche hingen noch ganz viele Blumentöpfe hier von der Decke. Ich habe das hier natürlich ein bisschen mit Ranken gemacht und wie gesagt, Ranken, die wachsen halt immer weiter nach unten, von daher muss man dann immer wieder nach und nach ein bisschen schnippeln. Na, also muss man dann schon um seine Pflanzen sich auch ein bisschen kümmern. Ja, ansonsten hatten sie auch hier eine riesige Fensterfront in der Küche gehabt, die habe ich mir natürlich hier so ein bisschen gebastelt, darum auch habe ich mir auf der Rückseite hier auch noch ein paar Fenster reingebastelt. Wie groß und wie breit man sich das macht, da muss man immer gucken, wie man sich hier natürlich dann auch die Küche innen drin ein bisschen macht. Ansonsten habe ich mir natürlich hier auf der Seite noch ein extra Fenster gemacht. An sich war in der Folge auf der Seite nur ein Fenster, und zwar das hier oben vom Schlafzimmer. Aber in der Folge sah ich auch noch so eine Szene, wo auf einer Seite ein Fenster war, und das könnte eigentlich nur hier gewesen sein. Von da habe ich mir eins einfach mal hier hingebastelt. Ja, aber ansonsten, man kann sich ja immer anpassen, wie man möchte. Ja, und das ist natürlich hier unsere Promi-Villa. Küche, wie man halt so sehen möchte. Oh, ich finde sie doch eigentlich relativ passend hier rein, auch hier mit den Dachfenstern. Macht doch eigentlich ein recht gutes Bild hier von der Küche. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter, und zwar gab es ja hier so einen kleinen Flurbereich und man sah nicht genau, was, sag ich mal, sich in diesem Flur noch befindet. Und weil ich ein bisschen zu viel Platz hatte noch in der Villa, dachte ich mir, hier ist auch ein guter Platz, um sich sein Badezimmer reinzubasteln. Ist auch ein schönes großes Badezimmer, passt alles rein. Wir haben eine Badewanne, eine Toilette, eine Dusche, Regal für unsere Seife und sonstiges, ne? Dann haben wir noch einen schönen großen Waschbeckenbereich hier mit Spiegel. Ich hatte mal eine Folge gesagt, hier zwei Waschbecken, weil sie sind ja verheiratet, ne? Hört sich immer doof an, aber ist halt Luxus, mit zwei Waschbecken halt zu leben, ne? Ja, ansonsten hier noch ein Handtuchhalter, ne? Sollte in jedem Bad drin sein. Ja, ansonsten ist das hier natürlich unser Badezimmer. So, gehe ich mal einfach weiter. Ja, dann sind wir wieder hier im Eingangsbereich und jetzt gehen wir natürlich hier einmal zur linken Seite. Was befindet sich hier? Natürlich wieder ein riesiger Flur. Und dann kommen wir hier wieder nach oben. Und da würde ich sagen, ich gehe noch nicht nach oben. Ich gehe erstmal hier unten lang. Und zwar habe ich mir das wieder ausgedacht, weil ich halt so viel Platz in der Villa habe. Also da kann man sich echt austoben, was man sich hinmachen möchte. Und zwar, Ron Howard hat ja, sag ich mal, in der Folge hier übernachtet. Und ich denke mir so, wenn er hier übernachtet, dann haben sie bestimmt ein Gästeschlafzimmer. Von daher ist das hier mein kleines Gästeschlafzimmer, was sich hier befindet. Und auf der Rückseite hatte ich mir dann auch nochmal ein Fenster hingebastelt. Da kann man sich auch so viele Fenster hinbasteln, wie man will auf der Rückseite, weil da gab es keine Ansicht. Von daher passt das Ganze. Auch hier wieder das Fenster mit Doppelglasscheiben einfach mal ein bisschen gemacht. Ich finde, das macht immer ein gutes Bild. Ja, ansonsten hier unser Gästeschlafzimmer, Kleiderschrank drin, Bett drin, Sitzgelegenheit noch drin. Ja, ansonsten sind wir dann hier auch fertig. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar gehen wir jetzt einmal nach oben. Und da gab es wieder eine Szene in der Folge. Und zwar war das schon zum Ende der Folge hin. Da hat Homer sie ja verraten und alles. Naja. Ja, jedenfalls saßen sie und haben ja schon ihre Sachen gepackt. Sie ziehen ja am Ende dann hier auch wieder weg. Und dann hatten sie hier auf der Couch ja noch ein paar Fotos sich angeguckt mit Homer und so, und da haben sie überlegt, der Homer, der ist ja doch nicht so schlecht und alles. Naja, jedenfalls haben sie hier dann schon die Sachen gepackt, einfach mal so ein bisschen gemacht, dass sie hier halt schon alles packen in Umzugskisten und so, vielleicht hier noch so einen Schrank abbauen oder einen Schrank hier noch leer räumen, ne? Kann man ja alles hier noch in die Kisten alles packen. Naja, an sich war auch hier, sag ich mal, in der Szene zu sehen, dass es eine geschlossene Decke war. Das hätte ich dann natürlich dann einmal unten hinbasteln sollen. Aber ich wollte irgendwie doch gerne hier mein Dachfenster benutzen. Da habe ich mir das hier oben einfach mal hingebastelt. Ich hoffe, das stört euch nicht so unbedingt. Ansonsten müsstet ihr euch das einfach dann nach unten basteln, wenn ihr das Original haben wollt. Aber hier oben mit diesem Dachfenster haben sie leider nichts vorgegeben. Und das wollte ich halt gerne, dass das Bild dann so aussieht.
Ja, ansonsten gehe ich dann natürlich noch einmal nach unten, was sich da denn befindet. Ja, dann gehen wir noch natürlich hier einmal unten hin. Was befindet sich hier? Naja, man sieht hier erstmal ganz viele Umzugkisten. Ich habe erstmal den Gedanken gespielt, mir hier einen Pool reinzubasteln und eine fette Lounge mit Bar mäßig und alles. In der Folge haben sie halt leider nichts vorgegeben, was sich genau hier befindet. Von daher würde ich empfehlen, wenn du diese Villa wirklich nutzen möchtest, zum Wohnen und sowas, dir vielleicht einen Lounge-Bereich reinzuhauen mit Bar, vielleicht auch einen riesengroßen Esstisch. Könnte man auch reinbasteln. Aber ich dachte, ein paar Umzugskisten mache ich mir rein. Die ziehen ja sowieso um. Von daher brauchen sie ja irgendwo Platz, wo sie die ganzen Kisten erstmal hinstellen. Das habe ich mir dann erstmal hier gemacht. Aber ich glaube, so eine Lounge oder so könnte sich hier auch gut reinbauen lassen. Ne? Na, müsst mal gucken. Ja, ansonsten kommt man dann hier natürlich auf unsere schicke Terrasse. Auch hier wieder mit Sitzgelegenheit, wo man ein paar Getränke zu sich nehmen kann. Die haben ja oft, da sage ich mal, Federball gespielt bei unserem Netz. Und dann haben sie sich hier natürlich ausgeruht und ein paar Erfrischungen zu sich genommen. Ja, ansonsten sind wir dann hier auch wieder fertig. So, mache ich die Tür zu. Aber wie gesagt, wenn ihr euch das hier natürlich einrichtet, ihr habt so viel Platz hier in der Villa, ihr könnt euch hier richtig austoben. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht mal, was ich hier noch zu dieser Villa sagen soll. An sich haben wir uns hier alles angeguckt. Mir gefällt halt am liebsten irgendwie hier dieser Eingangsbereich. Da haben sie sich auch in der Folge, sag ich mal, hier hinter unserem Vorhang noch versteckt und geguckt, wer da alles zu Besuch kommt. Ja, so leben halt unsere Promis. Zu guter Letzt fliege ich nochmal eine extra Runde um unsere Promi-Villa rum. Sie ist jetzt abgeschlossen damit. Unsere Promis, die ziehen ja jetzt aus. Umzugskisten haben sie ja genug. Passiert halt, wenn Homer halt verrät der ganzen Stadt, wo Promis wohnen. Und ihr könnt es euch ja vorstellen, in Springfield, die wissen, wo ein Promi wohnt. Ja, dann stehen sie ja gleich alle Schlange vor der Tür. Ja, das heißt, die Villa ist dann wieder leer, bereit für dich bezogen zu werden. Und du hast ja gesehen, es ist ja jede Menge Platz, also da kannst du dich richtig austoben. Alles, was du brauchst, das kannst du natürlich dann da reinbasteln. Ja, aber ansonsten, wenn du natürlich noch ein Gefährt brauchst, mit der du dann immer zur Villa hinfahren kannst, wie gesagt, der Geländewagen ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn du ihn dir gerne basteln möchtest. Dann hast du den Geländewagen von Alec Baldwin, ja, also ein Wagen, den ein Promi fährt. Ja, dann würde ich sagen, stellen wir uns vor der Villa natürlich dann wieder irgendwie Safety hin. Und wenn dann sich einer fragt, was bauen wir als nächstes, kann ich dir sagen, erstmal nichts von Simpsons. Wir verlassen erstmal die Schiene und basteln was von einer anderen Serie. Wurde sich ja gewünscht, von daher, wir müssen es ja auch einhalten. Und ich stelle mich dann hier wieder vorne auf unseren Zaunpfosten hin. Ein schickes Bild hier noch von unserer Villa. Und wenn ich Safety stehe, hören wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss. Schatz, jetzt lass den armen Kerl noch mal in Ruhe. Du rubbelst nur den Firnis ab. Wenn du einen gewinnst, kannst du ihn von mir aus behandeln, wie du willst. Ja. Ich geh schon.